Die Wettershow. Herzlich willkommen heute bei unseren Wetteraussichten. Zuerst der Blick auf die Europakarte. Ja, und da sehen wir schon im Süden und Osten Europas, da gibt es noch Ausläufer eines Tiefs. Das sorgt für Wolken und Gewitter auch über den baltischen Staaten. Ansonsten aber zum Beispiel im Westen schon Hitzewelle und Hochdruckeinfluss. In Mitteleuropa ist es noch etwas instabil. Das sehen wir dann auch auf der Österreich-Karte. Der Störungseinfluss, der lässt nämlich nur langsam nach. Im Norden und Osten gibt es noch zeitweise Regen und südlich des Alpenhauptkammes und auch im äußersten Westen, da ist es dann schon eher trocken und es zeigt sich im Laufe des Tages immer mehr die Sonne bei Temperaturen um 18 Grad im Norden, im Süden etwas wärmer. Und hier haben wir noch im Detail den Westen. Wir sehen, es kann tagsüber oder bis in den frühen Nachmittag regnen, dann eher trocken und in der Nacht dann auch schon wieder bedeutend wärmer bei 17 Grad im Westen. Im Osten haben wir ein ähnliches Bild. Hier regnet es allerdings länger, kann auch dann im Laufe des Tages noch einmal zu regnen anfangen. Höchsttemperaturen bis zu 17 Grad, aber es wird besser. Und das sehen wir hier auf der Prognosekarte, denn am Samstag, da haben wir schon 22 Grad und übers Wochenende, da kommt dann wieder eher Hochdruckeinfluss hier zur Geltung. Im Osten ähnlich, ein schönes Wochenende, sonnig, warm, nicht allzu heiß. Auch die nächste Woche im Osten dürfte dann wieder freundlich bleiben.